Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zum 11. September hat Flair sein neues Album released und zwar Halt die Straße nicht vergisst. Ich habe mich echt heftig darüber gefreut, also richtig drauf gefreut sozusagen. Er hat es selbst schon unboxed, obwohl die Boxen leider ausverkauft sind. Also kann ich euch nur das Album an sich und den MP3 Download verlinken. Wenn ihr das Album haben wollt, kauft es und ladet es nicht illegal runter, ich sag's euch. Ja, Link zum Messer übrigens in der Videobeschreibung, falls euch dafür interessiert. So, das ist wirklich das größte Paket, das ich jemals bekommen habe von einer Rap-Deluxe-Box. Das ist so mächtig. Ich bin ja echt gespannt. Okay, ja. Junge, Junge. Also das Ding ist nochmal wirklich um einiges größer als die von, wie heißt sie hier, CCM3 von Bushido. Das war seine letzte Box. Keiner kommt klar mit mir. Ich muss sagen, das war ein Hammer-Album. Das Zeug, was dabei war, war auch nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Und das Shirt ziehe ich immer noch an. Ich muss sagen, ja, einfach nur dicke Props. Der kriegt das wirklich auf die Reihe, sowas gut zu machen. So. Schauen wir doch mal hier rein. Folie. Ist der Aufkleber innen oder auf der Folie? Nein, er ist innen. Aber man kann ihn abmachen. Gefällt mir sehr gut. Ich sammle diese Boxen. Wer mich schon eine Weile abonniert hat, weiß das. Wer es noch nicht gemacht hat, sollte das übrigens nachholen. Hier werden alle relevanten Alben vorgestellt auf diesem wundervollen Kanal. Das ist nicht wirklich rot. Das ist eher so Telekom-mäßig. Mensch, zwei Nuancen sind dunkler und das wäre etwas besser, aber so ist es ein einheitlicher Look, sieht ja immer nicht mal so schlecht aus. Ist ja nur Geschmackssache. Ich weiß nicht, ob man sieht. Glänzender Gold-Look, die Schrift sieht edel aus. Frank White, weil die Straße nicht vergisst. Deluxe Edition. Oder Edition, ist eine hier stabile deutsche. Ja, sonst nichts Wissenswertes. Das ist halt die Box und öffnen wir sie gleich mal. Ja. Kontrovers diskutiert. Ich meine, warum nicht? Das Armband aus Silikon. Motivationsarmband mit dem Hashtag maskulin. Ist relativ hochwertig verarbeitet. Wenn man das jetzt 50 mal dehnt. Ne, sieht eigentlich so aus. Das wäre die Farbe wirklich gut, weil normalerweise blättert die Farbe dann ab irgendwann, weil die sich nicht so mitdehnt. Aber das sieht wirklich nicht mal so schlecht aus. Habe ich schon schlimmere Dinge gesehen. Ich habe es schon bei Flair in dem Video gesehen. Junge, Junge. Okay, jetzt ist es drüber. Ne, so eng ist es gar nicht. Also ich habe schon relativ dicke Handgelenke. Naja, wirklich fett darf man nicht sein. Ob man jetzt damit auf der Straße rumläuft, naja, da trage ich lieber meine Uhr. Aber es ist auf jeden Fall cool. Kann man beim Training mal haben. Da gucken ihn die ganzen Banger-Musik-Fans dann im McFit-Hof an. Aber was soll's. Nö, ist eigentlich ganz cool. Instrumentals sind immer cool. In der Deluxe-Box dieser Aufkleber. Gefällt mir eigentlich gut. Also die Aufkleber finde ich immer nice. Mit dem maskulinen Logo und den zwei Rambo-Messern, die auch das Album-Logo sozusagen darstellen. Die CD im wunderbaren Plastikschuber, kein Pappschuber. Flair revolutioniert mal wieder alles. Na. So. Wieder mit Aufkleber, den man aber abmachen kann draußen, auf der Außenseite. Das gefällt mir echt. Das ist edel gemacht. Und dann hier eben Crystal Case oder wie das heißt. Genau. Sehr schön mit diesem Logo vorne drauf, was das Logo vom T-Shirt war in der letzten Box hier. Auch nicht schlecht. Und die 16 Titel. Features sind unter anderem Jalil, PA Sports, Kodo und Shindy.
Fällt mir sehr gut. Und hier ist noch die DVD drin, die 60 Minuten geht. Bin ich auch gespannt, was da drauf ist. Mal kurz auf. So sieht die aus. So die DVD in weiß. Also designermäßig und so hat der gute Mann definitiv was drauf. Natürlich auch musikalisch. Zweifellos. Gönnt euch das Album. Da macht ihr definitiv nichts falsch in jeder Hinsicht. Ist auch mal wieder heftig geworden. Dieser Mann released dreimal im Jahr 2015. Dreimal. Also erst Keiner kommt klar mit mir, war schon wirklich ein Hammer-Album. Da ist Flair einfach wirklich zurückgekommen damit. Und jetzt das nochmal und dann kommt ja bald noch eins. Kleinen Namen vergessen. Minus Fruit of the Loom. Junge, mach doch die Shirts von Maskulin. Dieser Mann hat ein eigenes Modelabel und produziert die T-Shirts für seine Boxen nicht selbst. Hier ist an der falschen Stelle gespart. Meine Güte, ich sag's so offen, wie es ist. Ich will mich jetzt nicht aufregen, das T-Shirt sieht doch cool aus und so mit dem Logo, aber hier wurde an der falschen Stelle gespart. Wenn ich mir schon für teures Geld, was es ja im Prinzip ist, so eine schöne fette Deluxe-Box kaufe, will ich auch, dass 100% Flair drin ist. Und das soll wirklich mal ein Maskulin-Shirt sein in so einer Box. Ich weiß nicht, ob das zu teuer ist, weil dann dieses mit den Charts nicht mehr gilt und so, aber ich meine, der Rest hier drinne ist ja finanziell gesehen nichts wert. Der Aufkleber kostet 5 Cent, das Band kostet 20 Cent und ja. Aber ist cool, also könnte man definitiv minderwertiger drucken und vom Logo her ist es definitiv Hammer. Könnt ihr mir mal auf Instagram folgen. Da werde ich das ein oder andere Bild mal mit diesem Shirt auch hochladen, zeitnah. Und ja, Größe L, wie immer. Aber was ist denn das? Dieser Hals, das liegt wieder mal oben halb an den Ohren an. Ach nee, ich kann einfach nicht wirklich sagen, dass ich mit diesem Shirt zufrieden bin. Es soll auch kein Hate sein oder so, aber was ist denn das? Das ist zu billig, das gefällt mir nicht. Ja, okay. Also das letzte Shirt war besser. Muss ich einfach so sagen. Das hier ist nicht wirklich hochwertig. Beziehungsweise gar nicht hochwertig. Flair, wenn du das siehst, lass Feedback da. Soll kein Hate sein oder so. Ich bezahle sogar gerne 60 Euro für die verdammte Box. Hauptsache, da ist ein ordentliches T-Shirt drin. Ich meine, mir bringt das nichts, wenn ich dann was habe, was nach 10 Mal Waschen eingeht. Das will ich auch nur in 5 Jahren tragen, so ungefähr. Das ist. Ach, ich reg mich jetzt nicht auf. Dann hier, dickes, schönes Flair-Poster im Format A2, 3, A1. Maskulin der Hut. Naja, würde ich mir jetzt nicht wirklich ins Zimmer hängen. Da habe ich immer das Gefühl, dass mich einer beim Wichsen beobachtet. Ich meine, dieser Blick. Aber nicht schlecht. Rückseite weiß. Kann man machen. Jo, Post ist cool. Das ist. Ach, Junge, Junge, nee. Hierauf freue ich mich auch. Diesen hänge ich mir echt mal ins Zimmer. Ein Frank White Kalender. Vom nächsten Jahr bin ich ja mal gespannt. Habe mich schon sehr gefreut, dass er den im Video gezeigt hat. Ich bin auch ein Rapper, wenn die Platte dann floppt, wenn mich Akro dann droppt mit einem anderen Job. Ich bin ein Rapper. Die Druckwelt hätte es auch sehr schön. Dieser Kalender ist eher designermäßig gut, weil man hier leider keine Termine oder ähnliches eintragen kann. Hier fehlen ein paar Zeilen. Aber so als Schmuck ins Zimmer hängen ist das cool. Gucken wir uns mal kurz die Bilder an. Das ja nicht jeder, hat ja bestimmt noch nicht jeder das Unboxing von Flair gesehen. Hier könnt ihr nochmal reinschauen. Die Boxen sind ja leider ausverkauft. Hier hat Flair felsenfest behauptet, dass dieses Bild nicht gefotoshoppt ist. Ich schaue jetzt mal ganz genau nach. Ich
Ich sag dazu nichts, sieht aber nicht schlecht aus. Ja, der Kalender ist cool. Der ist einfach nur cool. Flair, mit Zela sogar noch damals. Das musste einfach mit rein. Warum ist er hier nicht mit Bushido zu sehen und so? Ein paar Bilder fehlen, aber durchaus nicht schlecht gemacht. Ich muss sagen, ja, Flair hat definitiv designtechnisch was drauf. Diese Box ist wirklich sehr gut gemacht. Wie gesagt, am T-Shirt ist ein bisschen zu viel gespart worden. Meine Meinung, was heißt Meinung, es ist ja eine objektive Sache. Dieses T-Shirt ist definitiv nichts für Leute, die viel Wert auf Qualität legen. Ich bezahle lieber mehr, als dass ich was Billiges bekomme. Ist einfach so. Sonst musikalisch natürlich wie immer top. Und ja, wenn ich sehe einen Kommentar irgendwie von Banger Musikfans, irgendwas mit Karotten oder so eine Kacke, dann flippe ich echt aus. Macho, breiter als der Türsteher 2, kommt natürlich auch, nur weil es gefragt wird. Man muss ein bisschen erwachsener sein und alles sich anhören, was ihm gefällt und einfach nicht immer sinnlos haten. Ach, nee. Ich feiere Forward Bang, ich feiere Macho, ich feiere Kollega und ich feiere Flair. Das sind alles gute Musiker, wollte ich nur nochmal gesagt haben. Ich denke, bis auf das T-Shirt, ist diese Box einfach nur geil und vor allem mal was Großes, was Schönes. Kann man sich direkt so das Design ins Zimmer hängen. Und mit dem Kalender ist mal wieder was Neues da gewesen, was ich vorher noch nicht gesehen hatte. Das ist definitiv mal wieder zufriedenstellend von Flair. Und ich freue mich aufs nächste Album. Kommt ja schon wieder nach dieses Jahr. Wahnsinn. Also danke fürs Ansehen. Folgt mir auf sozialen Netzwerken. Daumen nach oben ist immer nett. Und wenn ihr das Album kaufen wollt, hören wollt, haben wollt, dann kauft es. Entweder die CD oder den MP3-Download. Ich sage euch das, dieser Mann besucht euch höchstpersönlich, wenn ihr das illegal downloadet. Und ich auch. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Euer Max Herzberg.